Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte Mal haben wir die PCI Express-Karte eingebaut, die WLAN-Karte. Jetzt sind wir im Menü drin und wollten uns das Ganze mal angucken. Wir werden hier schon begrüßt mit, es wurde eine PCI WLAN-Karte erkannt, Wi-Fi 6AX200. Das ist schon mal gut. Wie geht's nun weiter? Ich hatte natürlich auch so meine Schwierigkeit, muss ich euch wirklich sagen, bevor ich euch diesen Workaround jetzt zeigen kann. Dokumentation ist zu finden bei QNAP, wenn man sich die einzelnen Schritte irgendwie raussucht, aber so richtig so eine Richtung gab es nicht. Wie ich es gemacht habe, bei mir funktioniert nun alles, ist alles schick. Ich sag mal, dass es eventuell ein bisschen abweichend ist bei anderen QNAP-Systemen, kann eventuell sein, aber ich sag mal, von der Struktur, vom Prinzip her bleibt es immer dasselbe. Ihr geht aufs Download Center, verlinke ich auch gerne alles in meine Videobeschreibung. Hab dann mein NAS ausgewählt und habe mir dann die Advanced Network Driver runtergeladen. Nachdem ihr die heruntergeladen habt, habt ihr diese Datei bei mir jetzt auf dem Desktop und dann macht ihr Folgendes: Ihr geht in euren NAS, geht dann ins App Center und habt dann die Möglichkeit, manuell zu installieren. Durchsuchen und wählt die Datei dann einfach aus auf eurem System, wo es auch immer liegt, ob es im Download Ordner liegt oder ob es euch irgendwo hingepackt habt und geht dann auf Installieren. Wenn das durchgelaufen ist, dauert auch nicht wirklich lange, habt ihr hier den Advanced Network Driver, der auch mit eurem System startet. Damit war es aber noch nicht getan, weil letztendlich, ich zeige euch das schon mal, muss hier hinten quasi dieses WLAN-Symbol erscheinen in eurem QNAP Finder Pro, damit ihr die Einrichtung auch abschließen könnt. Ich habe gesehen, dass es einer gewissen BIOS-Version bedarf, damit die Netzwerkkarte auch, ja, erkannt wurde, sie ja vorher, aber auch nutzbar ist. Und das geht nur, wenn ihr eine gewisse BIOS-Version habt. In dem Fall war sie tatsächlich hier noch nicht drauf auf meinem QNAP, die aktuellste. Sonst hätte es angezeigt und hätte es auch funktioniert. Die ladet ihr wieder runter und dann erhaltet ihr in eurem WinRAR-Archiv, was ihr natürlich entpackt, zwei Ordner. In diesem Fall nehmen wir den zweiten Ordner hier, den, und packen diese ganzen Dateien auf einen USB-Stick. Wichtig ist, der USB-Stick muss FAT32 formatiert sein, nicht NTFS. Und die Dateien kommen einfach so, wie sie sind, auf euer NAS. Jetzt muss ich das Ganze ein bisschen bebildert machen oder ein bisschen erklären. Wichtig ist, euer NAS muss runtergefahren sein. Am besten, so wird es vorgegeben, nehmt eure Festplatten raus, dass, wenn was schief läuft, damit nichts passiert, im Sinne von, dass irgendwas gelöscht wird oder wie auch immer. Schließt eine Tastatur an euer NAS, per HDMI-Port, in diesem Fall Monitor, Fernsehen oder wie auch immer, und drückt die F7-Taste. Ich nehme jetzt mal ein bisschen die QNAP-Seite, die Quelle packe ich natürlich in die Videobeschreibung, auch den Link mit zur Hilfe. Weil es sich auch schlecht zeigen lässt, weil man es nicht capturen kann, sondern ich müsste ja mit der Kamera das Ganze aufnehmen. Wie gesagt, ihr packt alles auf den USB-Stick, habt ihn per HDMI-Port verbunden, habt eine Tastatur dran, drückt F7 und dann erscheint bei euch diese Übersicht hier. Ihr wählt das hier aus, entert die ganze Sache und dann gibt ihr Folgendes ein: FS0 Doppelpunkt. Hier auch ganz wichtig, wenn eure Tastatur auf Englisch umgestellt sein sollte, müsst ihr es entweder umstellen oder ihr könnt natürlich drücken die rechte Umschalttaste, das ist quasi die unter der Enter-Taste und Ö. Damit erhaltet ihr auch den Doppelpunkt. FS 0 Doppelpunkt und dann einfach abentern und dann gebt ihr ein DIR, also dass ihr quasi das Verzeichnis angezeigt bekommt. Bei mir war es auch so ein wichtiger Hinweis: Wenn es nicht FS0 ist, dann macht ihr 1, macht dann DIR, also immer das Verzeichnis euch anzeigen lassen. Und wenn ihr dann seht, ihr seid im richtigen Laufwerk, in eurem richtigen USB-Stick, kriegt ihr eh die Dateien angezeigt, die ihr auch raufgemacht habt. Wenn ihr dann drauf seid und die angezeigt worden sind, gebt ihr diesen Dateinamen, der ist natürlich abweichend bei jedem, aber er endet auf .nsh, gebt ihr einfach ein, entert. Und dann macht er quasi euer BIOS-Update, durchläuft das Ganze und zeigt dann auch an, wenn er fertig ist. Sobald er fertig ist, so sagt es auch die Anleitung, macht ihr NAS einfach wieder über einen Schalter am Gehäuse aus, entfernt den Netzstecker, so steht es drin, für 30 Sekunden, macht den wieder rein, lasst ihn hochfahren und das war es auch schon. Und bei mir war es auch so, wenn das BIOS-Update dann durchgelaufen ist, habt ihr dann im QNAP Finder Pro folgendes Symbol. Wenn ihr dort drauf geht, könnt ihr eure WLAN-Karte aktivieren. Bei mir war sie noch deaktiviert und dann werden euch alle WLAN-Netzwerke angezeigt und ihr könnt auch ein WLAN-Netzwerk hinzufügen. Ne? Oder könnt halt einfach, das wäre jetzt manuell, wenn man die SSID manuell eingibt, könnt dann irgendein WLAN-Netzwerk, das sollte natürlich eures sein, anwählen, Schlüssel eingeben, bestätigen, fertig, aus. Und dann werdet ihr auch verbunden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob nach dem Einbau
keine der Schritte notwendig war. Ich denke mal, es hängt auch immer davon ab, welches System ist drauf, welche BIOS-Version ist drauf. Aber bei mir war es wirklich so, und ich habe den QNAP in diesem Jahr bestellt, 2022, war es wirklich notwendig, dass ich die Treiber installiert habe, das BIOS-Update gemacht habe und danach war alles schick und dann hat es auch funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem Video. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao. Thank you.